Auf der Baustelle des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums Aurich, kurz EEZ, herrscht momentan Hochbetrieb. Bis zu 30 Firmen arbeiten zeitgleich, damit das EEZ rechtzeitig zum Jahresende fertiggestellt wird. Der Rohbau ist fertig, nun geht es an die Innenarbeiten des 6800 Quadratmeter großen Gebäudes. Hier sollen im kommenden Jahr Schüler und Touristen spielerisch an das Thema Energie herangeführt werden. Dazu informieren 8 Themenfelder mit speziellen Exponaten, die sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie beeinflusst der Wind unser alltägliches Leben. Die Besucher können auch Einblicke in das Innenleben einer Windkraftanlage werfen. Das Fundament für die Ausstellungsgondel im Innenhof ist bereits fertiggestellt. In der futuristischen Fassade des EEZ steckt viel Detailarbeit. Insgesamt 73.000 silberne Aluminium-Fassadenbleche wurden per Hand auf das Holz geschraubt. Die Stadt Aurich trägt den Löwenanteil der Projektkosten von 26,8 Millionen Euro. Allein 110.000 Besucher werden jährlich gebraucht, damit die Kosten gedeckt sind. Die werden noch kommen, ist sich Hartwig Küper sicher. Er ist Geschäftsführer der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft, die Träger des EEZ ist. Wir haben natürlich auch Vergleiche anstellen lassen mit umliegenden Einrichtungen. Also nur als Beispiel, das Landesmuseum in Emden hat pro Jahr etwa 60.000 Besucher, die See- und Aufzuchtstation 220.000 und die Meierwerft in Papenburg je nach Jahr aber auch um die 250.000. Da liegen wir mit unseren 110.000 Besuchern, die wir zugrunde gelegt haben, glaube ich, ganz gut im Rennen, was die Redlichkeit und die Treffsicherheit anbelangt. Und es gibt auch da Spannbreiten, die wir gehabt haben. Wir haben uns an diesen untersten Wert gehalten. Im EEZ steckt aber noch mehr als nur ein Museum. Neben der Wissensvermittlung und dem Spaß am Experimentieren schafft das EEZ Anreize für junge Menschen, Berufe rund um die Energie kennenzulernen. So will Windkraftanlagenhersteller Enercon mit einer gläsernen Werkstatt im EEZ um neue Azubis werben. Es soll allerdings nicht nur gelernt, sondern auch gelehrt werden. Die richtige Vermittlung von Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ab Sommer 2015 werden daher im Auricher Stadtteil Sandhorst auch Lehrerfortbildungen in den naturwissenschaftlichen Fächern angeboten.